Matze, Torge! treffen sich zwei Rühreier. Sagt das eine zum anderen: Mann, bin ich aber heute durcheinander. Ich bin echt froh, dass das die letzte Folge ist. Herzlich willkommen zur 125. Ausgabe der Talkshow! So, jetzt habe ich hier in meinem Skript nämlich Musik eingetragen, aber noch keinen Songtitel. Das heißt, ich muss jetzt einfach mal so tun und werde dann irgendwelche Musik einblenden, okay? Ich tue einfach mal so. So, ich hoffe, das passt. Matze, ich bin richtig gut drauf. Ich bin Schön. richtig gut drauf. Ich hatte am 2. Dezember ja meine allererste Live-Show in Hamburg. Ausverkauft. Echt? 350 Leute waren da. Ja, ausverkauft. Hat man das gemerkt, dass ich nervös war? Nein. Doch, hat man. Ja. Hier seht ihr meine Aufnahme kurz vor Showbeginn hinter der Bühne. Da schleiche ich wie so ein Tiger hin und her. Ein großes Dankeschön an alle, die da waren. Es hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ein riesengroßes Dankeschön vor allem an die zwei Frauen, die Susi auf die Bühne geholt hat. Alle, die da waren, wissen, was da passiert ist. Die mussten wirklich einiges aushalten von Susi. Hier seht ihr nochmal den Moment, wo Susi den beiden Damen ein Abschiedsgeschenk gemacht hat, weil die ja ziemlich hässlich waren, die Damen. Bitte schön. Ausgehen wollt unter Menschen, zwei Masken, die ihr aufsetzen könnt. Tut euren Mitmenschen einen Gefallen. Wirklich, es ist furchtbar. Und einfach damit ihr auch optisch noch ein bisschen schicker aussieht, ist meine Fresse da drauf. Ja, bitteschön. Bitteschön. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Matze, war es zu heftig, was Susi da gemacht hat mit den Damen? Es war. Es war grenzwertig. Kommen wir zum ersten Video. Hier seht ihr einen Werbeclip, der gedreht werden soll. Da ist jetzt erstmal nichts so Spektakuläres dabei. Was das Ganze aber jedoch sehr, sehr lustig macht, ist der Fakt, dass dieser Werbeclip auf einem Eishockeyfeld gedreht werden soll. Ganz links sehen wir einen normalen Menschen ohne Kostüm. Ganz rechts sehen wir jemanden in einem anderen Kostüm. Es sieht aus wie ein, was ist das, ein Biber oder sowas. Und in der Mitte sehen wir den Eisbären. Und auf den müssen wir jetzt besonders achten, denn der hat ein paar Probleme, sich auf dem Eis zu halten. Bitte schön. I wore the wrong socks. Scene 1, take 4. I wore the wrong socks. Der Biber bekommt das schon deutlich besser hin als der Eisbär, muss man schon sagen. Man kann nur hoffen, dass für den Typen da drin alles ein bisschen gepolstert ist. Sonst aua. Kommen wir zum großen Finale und wieder hat der Eisbär Probleme. Needless to say, I didn't get my deposit back. I didn't get my deposit back. Sieht das realistisch, wenn ich jetzt mal ernsthaft versuche, das soll aussehen, als würde ich ausrutschen, wird das, also hier ist jetzt auch nichts, wenn, sieht das realistisch aus, wenn ich jetzt so tue? Ich würde, weil ich laufe mal so lang und dann tue ich so, als würde ich wegrutschen. Sah das nicht echt aus? Kommen wir zum absoluten Höhepunkt. Stellt euch vor, der Typ in diesem Eisbärenkostüm ist schon blutig, alles tut ihm weh und das ist das große Finale des Werbeclips. Alle stehen in einer Reihe und man denkt sich, okay, eigentlich ist jetzt eine sichere Nummer. Bis jedoch Folgendes passiert. And Wiper Mitsubishi is a proud sponsor of Golden Gopher Hockey. Autsch. Anderes Thema, was mir gerade einfällt. Matze, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Breaking News, Miguel Pablo ist schwul. Nein. Wobei man ja sagen muss, man weiß das bei ihm nicht so genau, weil er hat sich ja in der Vergangenheit schon einen Ruf aufgebaut, wo man jetzt auch denken könnte, der kommt in die, um die Ecke und ruft April, April, it's a prank. Ich meine, es würde aber erklären, warum er mit seinem besten Freund, warum die Freundschaft auseinandergegangen ist. Ich sag mal so, also, lieber Miguel, wenn das wirklich so sein sollte, dass du schwul bist und auf Männer stehst, dann ist das ja völlig in Ordnung. Finde ich sogar sehr, sehr gut, dass du das öffentlich machst, gerade weil du ja viel mit Rappern und in dieser Rap-Szene unterwegs bist. Das ist sicherlich nicht so einfach. Von daher, großen Respekt, wenn es wirklich so ist, dass du dich da hinsetzt, das ist alles gut. Ah, aber ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl. Ich sag mal so, wenn du jetzt wirklich die Leute verarscht hast und das einfach nur für Klicks gemacht hast, dann muss ich schon aus vollem Herzen sagen, dann bist du ein kleiner. Was ist doch egal, es ist die letzte Talkshow. Ich kann doch noch mal ein bisschen, kann noch mal ein bisschen Real Talk machen und hier ein bisschen was verteilen. Was gibt sonst noch Neues, Matze? Was gibt's Neues bei dir im Leben? Erzähl.
Was soll ich erzählen? Weiß ich nicht, sorry. Ich wollte ablenken von dem Thema. Ich merke gerade selber, es ist ein bisschen mit mir durchgegangen. Ja. Das müssen wir nochmal machen, weil du musst natürlich sagen, dass Kartoffelsalat gedreht wurde. Das ist neu passiert. Natürlich. Was gibt's Neues bei dir, Matze? Bei mir Neues? Ja. Es wurde Kartoffelsalat 3 gedreht. Stimmt, wo du nicht ein einziges Mal am Set warst. Kartoffelsalat 3 wurde abgedreht. Eine wahnsinnig tolle Zeit. Dankeschön an alle, die dabei waren. Es war wirklich super. Hier seht ihr das Plakat einmal. Kartoffelsalat 3, das Musical. Und falls ihr den Teaser nicht gesehen haben solltet, der letzten Samstag online geht, hier habt ihr ihn nochmal. Bitteschön. Er weiß, gibt schlechte Nachrichten. Wenn wir auf uns aufmerksam machen wollen, dann müssen wir diese Schule wieder attraktiver machen. Wir brauchen eine gute Idee, Leute. Ehrlich gesagt hätte ich ein Musical vorgeschlagen. Sie können nicht einfach alles annehmen. Sie müssen auch mal schimpfen. Entschuldigung, raus. Bin ich zu spät? Das, was du in deinem Bauch fühlst, das sind die Schmetterlinge, du. Und das, was du in deinem Arsch fühlst, ist gleich die Spitze von meinem linken Schuh. Ich hab diese Ziel gemacht. Ich kündige. So. Jetzt mal kurz Real Talk. Es gibt nämlich tatsächlich eine Nachricht, die nicht so schön ist, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Matze hat eine Freundin. Ich weiß nicht, wie ihr es hinbekommen habt, aber Mädels da draußen, es tut mir leid, er hat eine Freundin. Zweite Sache, die nicht so schön ist. Schnitt nochmal, ich muss kurz durchatmen. Zweite traurige Nachricht. Dies ist definitiv die letzte Ausgabe der Talkshow. Egal. Dies hat eigentlich mehrere Gründe, viele kleine Gründe auch. Wir machen das jetzt schon seit 4 Jahren, glaube ich, die Talkshow. Und irgendwann sagt man dann auch mal, Gérard Depardieu, nichts geht mehr. Aber der Hauptgrund ist eigentlich ein sehr langweiliges Thema. Das sind rechtliche Gründe. Wir benutzen hier immer Videos, die wir aus dem Internet uns einfach nehmen und uns nicht gehören. Und da gibt es schon immer, hat schon immer ein paar Probleme gegeben, was ein bisschen genervt hat. Und mit Artikel 13, was jetzt irgendwann kommt, wird es noch schlimmer. Und deswegen ist es leider ein Format, was keine Zukunft hat. Und wir würden gerne, der nächste Schritt wäre eigentlich gewesen, die Talkshow zu verbessern und zu überlegen, was könnte man noch besser machen. Aber wenn man dann so überlegt, dass es die Talkshow vielleicht in einem Jahr sowieso definitiv nicht mehr gegeben hätte, dann lohnt es sich eigentlich auch nicht darin, Zeit zu investieren. Aber es gibt auch gute Nachrichten, liebe Leute. Im Frühjahr 2020 startet nämlich ein neues Format auf diesem Kanal. Das gibt's doch nicht. Ja, ich habe mir wirklich mal Mühe gegeben. Es wird eine Mischung werden aus Talkshow und Entertain Me. Beides Dinge, die es jetzt leider nicht mehr gibt, aber wir haben beides zusammengepackt. Enter Talk Me. Enter Talk... Genial! Was genau in diesem Format passiert, können wir leider noch nicht verraten. Ich glaube, es wird sehr, sehr gut werden. Eine Sache möchte ich aber verraten, nämlich wir brauchen für dieses Format eure Unterstützung, eure Hilfe. Wenn das Format scheiße wird, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ihr nicht gut mitgemacht habt. Das heißt, wir können alles auf euch schieben. Guck mal, diesmal haben wir alles bedacht, Matze. Entertain Me ist wieder mit drin, die Talkshow ist mit drin und wir haben keine Schuld, wenn das Format floppt, weil dann seid ihr nämlich schuld. Wie gesagt, das ist das Ende der Talkshow. Jetzt habt ihr natürlich noch eine wichtige Frage, wo ihr denkt, das kann doch noch nicht angehen, das muss man doch wohl noch klären. Und zwar die Frage, wo ist eigentlich Fratze? Wo ist der eigentlich hin? Fratze war zuletzt auf dem Weg in die USA. Das war der letzte E-Mail-Kontakt, den ich zu ihm hatte, wo wir noch geschrieben haben. Er hat gesagt, im Flugzeug hat irgendjemand gefurzt. Das hat ihn furchtbar aufgeregt. Das war der letzte Kontakt, den ich zu ihm hatte. Und in den USA verliert sich dann die Spur. Also entweder er ist verunglückt oder irgendjemand hat ihn gekidnappt. Ach so, ich dachte, du hast geschnupft. Ja, so viel zu Fratze, wir wissen nicht, wo er ist. Keine Ahnung, er ist irgendwo in den USA. So. Liebe Leute, das war's. Das war die letzte Ausgabe der Talkshow bei 125. War Schluss und Feierabend. Matze, komm doch nochmal hierher. Das schöne Bild auch nochmal mitbringen. Wie gesagt, 2020 im Frühjahr kommt das neue Format, eine Mischung aus Entertain Me und der Talkshow. Matze Raab. Das müssen wir eigentlich nochmal versteigern. Schreibt in die Kommentare, wer das gerne hätte. Von Matze unterschrieben. Für einen guten Zweck. Für einen guten Zweck wird das versteigert. liebe Grüße, alles Gute, passt auf euch auf.
Und es kommen natürlich jeden Samstag noch Videos, das ist ja ganz klar. Und im Frühjahr dann das neue Format. Wir gehen in die Winterpause. Ja. Alles Gute und denkt dran, am 30. Januar Kartoffelsalat 3, das Musical. Macht's gut! Tschüss! Oh, kannst du einfach mal deine Fresse halten, ey?